Wieso stellst du dich vor mich? Finde ich lustig. Ja, merke ich. Okay, 3, 2, 1. Hey ho, meine Freunde, und seid herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Himmelwärts. Und ihr seht ihn schon, Payne ist mit dabei. Und Hi. Auch der liebe Josh. Hallo! So. Also wir sind heute zu dritt. Man losstürzen hier in die Arbeit. So, was macht ihr denn heute? Ich habe mit ganzen letzten Folgen meinen nicht. Boden vielleicht ausgetauscht. Vielleicht werde ich heute in der Folge endlich mal produktiv und baue mal irgendwas. Ich habe ordentlich Zeugs gesammelt. Einerseits Kabel und Holz. Sieht man auch in der zweiten Sicht. Und werde, glaube ich, heute mein Haus anfangen. Und dann wollte ich fragen, ob einer von euch Boys vielleicht, und Girls halt, mir vielleicht zeigen können, was jetzt sich so alles noch verändert hat auf dem Server. Ach so, wie lange warst du nicht mehr da? Also, hatte die Woche ziemlich viel zu tun. Dann in der Aufnahme, wo ich mit Cookie dran war, haben wir überall Schilder hingehängt. Stimmt, ja, Mann. Also war das von euch, wo ihr Dino-Bude bei mir dran geschrieben habt? Ja, das ist von mir. Ich habe mich schon gefragt, wer es war. Ja, ich habe das mit Cookie in meiner und ihrer Aufnahme gemacht, weil wir halt nicht wussten, wer auf welcher Insel und so war. Also haben wir sie halt mehr oder weniger schon mal beschriftet. Das ist doch gut. So. Oh, jetzt jeder wohnt. Und es gab jetzt irgendwelche Abstimmungen mit irgendwelchen Items, habe ich gehört. Oh, Lyris hat schon fast ein komplettes Haus. Erde wurde abgestimmt und deswegen haben wir jetzt eine kleine Farm. Ja, gut. Ich habe mir mal was ein bisschen geklaut. Ne? Ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu schlimm. Weil ich Essen brauchte und so. Wer hat mein Weizen geklaut? Das Weizen? Achso, ja, das war ich, glaube ich. Du hast mein Weizen geklaut! Nein! Lass mein Weizen ausbauen. Das Weizen war dafür da, um gegen das nächste Essen also das nächste Anpflanzzeug einzutauschen. Ich bin seit Tagen da dran. Oh, lol. Oh, das tut mir jetzt aber ein bisschen leid. Du kannst dir aus meiner Kiste von meiner Insel Knochenmehl holen. Ja, ich habe auch noch Knochenmehl. Dann nimm mein Knochenmehl, dann ist es wieder okay, okay? Ja, okay. Wir versuchen okay, auch noch ein bisschen safe. Was. Wir versuchen nämlich jetzt das nächste zu holen. Das nächste ist, sind zwar nur Kakaobohnen, aber brauchen wir halt für den nächsten Step. Oh ja, Cookies. Ja, Cookies sind auf jeden Fall dann cool. Oh. Ich gehe mal kurz zum Shoppen ran. Ich brauche ein bisschen mehr Schwarz. Ist das hier drauf? Welche ist denn deine Kiste? Die hier ist deine Kiste, ne? Jo. Ich glaube, da liegt ein Knochenblöcke daraus. Siehst du, wie groß meine Insel noch ist? Also, das ist der. Meine Insel, wo das draufsteht. Das kleine Ding. Und rundherum wurde ich zugebaut. So, wie machen wir das jetzt? Erstmal brauche ich ein paar Trapdoors. Wahrzeichen. Was dürfen wir jetzt alles nutzen? So, also können wir das jetzt Shop einfach. Run ist jetzt offen. Kannst du so Holz verdienen? Holz, oh mein Gott. Verschiedene Holzarten. Warum habe ich Holz gefarmt, wenn wir uns das irgendwie holen können? So, kannst du das Holz-Chop'n'Run machen? Kannst du dir verschiedene Holzarten holen? Ich hätte gerne ein bisschen Dirt. Und ich hatte ehrlich gesagt für Sand abgestimmt, weil ich für mein Haus Fenster brauche. Ich habe für ein Hühnchen abgestimmt. Ah, na toll, ich kann schon wieder nicht sprinten. Ja, das für diese Woche ist ja auch so ein. Also noch ist es zwar offen. In der Mitte habe ich das, okay. Aber es wird wahrscheinlich ja jetzt eine Pilzkuh. Ich glaube. Ja, ich hab gesehen, die Pilzkuh wird's wahrscheinlich hier mehr. Finde ich jetzt nicht schlimm. Hat man zwar sein ganzes Inventar voll. Hat man zwar sein ganzes Inventar vollgemüllt, aber das ist halt ziemlich effektiv noch, ne? Also du hast halt wenigstens immer was zu essen und musst nicht in meinen Tod stürzen. Oder irgendwelches Weizen klauen, was ich gar nicht klauen dürfte. Das ist halt ärgerlich, ne? Das war schon ein bisschen blöd. Ich dachte so, Weizen wurde. Wie war das nochmal? Es wurden Fehler gemacht. Fehler wurden begangen. Genau. So, da ist eine Kiste. So, fangen wir neu an zu sammeln. Jawohl. So macht das Ganze Spaß. Ich brauche ja nicht nur einen Stack oder so. Oh, das war irgendwie ja. 47 oder so. Ja, ne? Ich hatte es fast zusammen. Ich hätte es jetzt in der Folge zusammengekriegt. Oh, rest in peace, Josh. Ja, das tut mir echt ein bisschen leid. Aber du hast mein Knochen mehr genommen, ne? Ja, ich habe deine beiden Knochenblöcke genommen. Okay. Nein! Oh, blöder Zaun. Hätte es runtergefallen? RIP? Ja, kurz vorm Checkpoint. Ach so. Welches machst du denn gerade? Schwarzeiche. Oh, das ist cool. Werde ich auch gleich mal machen, wenn ich. Ich komme auch mal zu Schwarzeichen. Schwarzeichenholz. Dann mache ich, glaube ich, nächste Episode mal. Haben die Leute was, worauf sie sich freuen können? Ich glaube, das ist jetzt bei mir die dritte eine Folge fehlt, weil ich die Aufnahme nicht verwenden konnte, weil der Ton RIP war. War die mit Lyris. Einmal mit Profis arbeiten.
Ja, wir sind doch alle solche Profis. Das Schwarzeichen-Jump'n'Run, bis auf der Part, den ich selber nicht gebaut habe, fand ich es eigentlich ganz schick. Der eine klaut irgendwelche und? Zeugs, was er eigentlich gebraucht. Ja. Ja, jetzt muss ich. Ich kann ja jetzt nichts machen, außer zu warten, dass es weitergeht, dass das Weizen wieder wächst. Oh, das gibt richtig heftigen Hate, Leute. Oh Mann. Nein! Oh, dieser Zaun ist so mies. So, jetzt muss ich aber auch. Ich finde den Part so geil an dem Baum hier entlang. Natürlich habe ich keine Screenshots vom Innenleben gemacht. Das ist natürlich auch genial. Du kannst übrigens auch direkt an die rechte Leiter springen. Ich weiß, dass man da an die Leiter springen kann, aber ich springe halt einfach den richtigen Weg. Ah, diese Stelle ist so schön. So, dann mach ich einfach hier. Der nächste Part ist richtig böse. Nicht wundern, ich gehe ganz kurz auf die Molia. Und schau nach, wie ich das Haus nochmal an der Stelle gebaut habe. Oh Gott, geschafft. Baust du dem Freebuild oder was? Oder was? Jump World. Ja, Jump World. Ich hab meine Map gebaut. Und dann seht ihr jetzt auch mal die Leute, wie mein Haus aussehen soll. Ach, du baust dein Haus da ab oder was? Ja, genau. Ich hab schon ein Haus gebaut. Und dachte mir, das sieht so geil aus. Hier das Haus. Du kannst auf den zweiten Schleim springen, by the way. Ach, dann so sieht das also aus. Ja, gut, ne? Zaun. Und dann gehen wir wieder runter auf himmelwärts. Hallo! Da. Hi! BB! Hi. Und jetzt kann ich dir gleich noch eine ganz heftige Abkürzung verraten. Du bist runtergefallen. Du kannst durchspringen, auch wenn du auf den zweiten, dann auf den dritten oder dann auf den Zaun. So, jetzt kann ich das Innenleben nachschauen. Was habe ich hier für Screenshots von irgendwelchen Menschen auf dem Boden? Oh nein, wir kriegen ja noch Hunger hier in der Welt. Oh, ist... Ja, kriegt man. Ich habe gehört, man kann sich Brot craften aus Weizen. Ja, ja. So habe ich das gebaut. Und dann kommt hier eigentlich... Ich fülle mal kurz unsere Hungerkeulen auf. Eigentlich sollte in der Welt das Hungern ausgestellt sein. So. Musst du auf friedlich stellen, dann verlierst du gar keinen Hunger. Das Problem ist, dass die andere Welt dann auch auf friedlich gestellt wird. Ich weiß nicht, warum. Du kannst das von Multiverse selbst einstellen. Ah, das werden wir auf jeden Fall noch machen. Ich kenne mich mit sowas aus. Ich habe auf meinem Server auch Multiverse drauf. Ja, dann machen wir das. Ich muss die... Welten auch jedes Mal extra einstellen. Das musst du mir gleich mal erklären, weil die anderen haben es jetzt nicht hingekriegt, so schnell. Also Alfred hat es nicht hingekriegt. Du kannst von dort aus, du gehst den langen Weg. Du kannst von der zweiten Leiter nach hier hinspringen. Und selbst wenn Nein, ich gehe den richtigen Weg. Ich bin keine Abkürzerin. Ja, ja, okay, die Pest. Das Böse. Böser Josh, der kürzt einfach ab. Das Böseste kommt ja hier oben erst noch, deswegen irgendwann willst du da abkürzen. Das Böse. Wie geht's denn hier weiter? Ich weiß gar nicht. Muss ich da runter? Du musst da runter auf die beiden Holzdinger unter dir. Und dann wieder seitwärts hoch da. Du musst da sowieso hin. Genau, dann die Treppen hoch und dann kommt das Schönste. Boah, Leute hier. Du magst es, wie ich gehört habe. Zaunsprünge. Oh nein, keine Zäune, schon nicht da. Das habe übrigens nicht ich gebaut. Nein! Dieser Fail! Ach Gott, ich hasse es. So, ich glaube, das passt erstmal so weit zu bauen, Leute. Ich finde den nächsten Part sogar einfacher als den. Oder ich mache nächste Episode des Jump'n'Run mit euch. Nein! Together. Oh Mann, nein! Das ist doch so furchtbar. Es spawnen gar keine Mobs da, ne? Gar keine Mobs, ne. Okay. Ich hasse diesen... Übergefallen. Ich hasse diesen Part hier. Hat Alfred so doof gebaut, ey. Das Schlimmste ist an diesem Part, der ist auch mega lang. Man fällt halt irgendwann am Ende eher als hier am Anfang. Okay, man fällt auch hier am Anfang, aber... Wann kann man nochmal eben so Items bekommen, so für Mobspawner, also dass man irgendwie Knochen oder so bekommt? Wenn das nächste freigeschalten ist, ich glaube der Dungeon. Montag. Ich weiß gar nicht, ist nicht der Dungeon das nächste? Montagabend wird es freigeschaltet. Dungeon ist das nächste, ja. Ah, okay. Und dann, Dann war, was war das nächste? Ich glaube Replika und dann ist dann das Replika End. Dann Replika und dann das End, ja. Und dann kämpfen wir gegen den Ender Dragon und so. Wer sich zutraut. Mit Holzschwert, mit Steinschwertern. Ja! Und ohne Rüstung. Ja, schaffen wir doch easy, Leute. Wir töten einfach die Kuh. Hoffen, dass wir genug Leder rausbekommen. Die einzige. Die einzige Kuh, ja.
Ey, kriegen wir nur eine Kuh, oder wie? Wenn es eine Pilzkuh ist, ist es eine, weil es sonst OP wäre, weil es halt zwei Sachen ersetzt. Oh mein Gott. Hey, warum macht ihr nicht normale Kühe, Leute? Weil, ja. Weil Pilzkühe halt. Können wir eine Kuhfarm mal machen irgendwann, wenn wir alles so Rest bekommen? Kuhfarm viel zu OP. Nein, eine, wenn du zwei Pilzkühe kriegen würdest. Gibt sicher auch solche. Wäre es halt OP, weil du halt die Kühe und die Pilzkuh abdeckst. Solche Kuhkiller wie Metos gibt's hier sicher auch. Ach so, stimmt, weil man kann ja die Kuh einfach scheren. Und dann ist es eine normale Kuh. Du kannst sie auch einfach ganz normal vermehren und dann ist es eine normale Kuh. Echt? Ja. Das wusste ich nicht. Ach, noch einmal mit Profis arbeiten. Oh, durch Magie wird ihre Hungerleiste aufgefüllt. Ja, Magie. Magie. So. Also ich hab noch Brot, ne? Ja, ich hab auch welches mit. Ich musste vorhin auch einmal essen. So. So. Ach, das muss doch irgendwie gut aussehen. Ach, warum das passt so. Warum gehe ich jetzt eigentlich den langen Weg? Der lange Weg ist doof. Der lange Weg ist lang. Ich hab jetzt auch abgekürzt einmal. So. Dann kann man hier auf die zweite Etage. wie lange machen wir die Folge? So mies. Ich hab, ich würde es nicht 30 Minuten machen, weil sonst wird's, lass mal so kurz vor 20 Minuten oder 15 Minuten, das passt schon, Leute. Ach, wieso fehle ich jedes Mal bei diesem Zaunsprung? Ich hab keine Lust mehr auf dieses Jump-Run. Die anderen sind besser. Komm, hier. Oh, da hat er sich gerade Holz geholt. Ja, komm, ich hol mir auch Holz. Wie kriegt man denn da Holz dann raus? Wenn du es abbrichst, dann, je nachdem wie weit du bist, kriegst du dann eine Menge an Holz. Also was ist, wenn du immer den ersten Sprung und dann Der erste Checkpoint bringt halt ein Holz. Der erste Checkpoint bringt nur so wenig? Ja, der erste 1, der zweite 2, 4, 12, 32, 64, 128. Yo, 128. Ja, ich weiß, was ich auf jeden Fall nächste Episode mache, Leute. Also ich kann dir aber sagen, die letzten beiden Checkpoints sind bei den meisten zumindest ziemlich schwierig, außer beim Eichending, aber Eiche ist halt auch. Die sind doch. Hat irgendeiner von uns schon eines der Jump'n'Runs geschafft, komplett? Als ich es gebaut habe, ja. Ja, okay. Aber hier noch nicht. Ach Gott, ich bin froh, wenn du auch die Jump'n'Runs machst, dann kann ich es nämlich so lange auf Peaceful lassen. So, dann. Ja, ich erkläre dir das nach der Aufnahme, wie du das machen kannst. Jo, gerne. So. Guck mal, ich bin schon wieder beim Akazien, wieder bei 32. Das Akazien ist viel schöner gebaut als das Schwarzeichen. Das Akazien habe ich in der Aufnahme mit Lyres gemacht. Da habe ich 32 ersprungen. Das ist auch ein schönes Jump'n'Run bis zu dem Punkt. Ach. Gut. Und stopp. So. Aber ich brauche sowieso Akazien, weil ich meinen ganzen Boden aus Akazienholz mache, was schön karomustermäßig geschaffelt ist. Fällt den Leuten immer an Akazien? Ich finde Akazien richtig hässlich. Das Holz selber ja, aber in meinem Texturenpaket sieht halt der Stamm ziemlich cool aus von der Seite. Okay. Den nutze ich halt deswegen. In meinem Texturepack sind sie sowieso alle irgendwie ein bisschen verkorkst. Mein Texturepack ist einfach Faithfully. Ja, vielleicht steige ich auch auf Faithful um. Ich mag das Texturepack, das ist so schön klassisch. Ich nutze mittlerweile so die Vanilla-Version von Asphex, weil da unter anderem Wolle besser aussieht und so. So, dann kommt wieder. Wiggle dich hoch. Ja, ich hasse diesen Wiggle-Ding. Und geschafft. Wiggle? Bin bei 64 Akazia. Aber das letzte Stück habe ich noch nie geschafft in keiner Aufnahme. Ja, aber die sind schon möglich, ne? Möglich sind sie alle. Ich habe jeden Sprung mindestens einmal geschafft. Okay. Halt nie in Reihe. Ich habe halt alle. Ich kann nicht sagen, ob Akazie soll schaffbar sein. Da habe ich aber eigentlich auch alle bösen Sprünge einmal abgesprungen. Fichte habe ich selbst gebaut, da ist alles machbar. Brauchst du jetzt auch ein Haus, Rose? Bei Birke habe ich auch. Ich hab eigentlich alle schon mal geschafft. Deswegen, ich kann euch sagen, dass eigentlich alle schaffbar sind. So. Ich baue mich da ein bisschen oberhalb von euch. Ja, ich hoffe, mein Haus wird okay aussehen. Gerade so mit den Slaps ein bisschen der Holzverschwendung, aber egal. Ah, nein! Ach, da fällt die Rose. RIP! Oh, nee. Ja, genau. Da pack ich da durch. Was ist das denn? Was ist passiert? Und du siehst es dann in meiner Aufnahme. Ja, genau. Ich bin so gespannt da drauf. Oh, ja, geil. Ich hab gar nichts mehr. So, ich geh dann nochmal zurück. Ja, back to the roots. Aber echt. So, ich spring. Okay, das wäre beinahe mein erster Tod gewesen. Oh, nein.
Ja, genau. Es musste ja irgendwann passieren, dass ich durch den Block durchbagge. Ich hab noch keinen Tod. Ich hatte Weizen. Hä? Was ist denn mit dem Weizen passiert? Ich weiß nicht. Welches Weizen? Auf mysteriöse Art und Weise ist verschwunden. Ich hab Brot. Ah, du Glückspilz. Oh, boah, richtig. Wenn ich doch nur Weizen hätte, um mir auch Brot zu machen. Ich hatte 9 Brote. Ich hatte noch ganz am Anfang noch was übrig. Und ich habe auch teilweise was gefarmt, immer wenn ich da war. Server. Und jetzt habe ich gar nichts mehr. Ich habe auch mein ganzes Holz und Cobblestone verloren. Das ist auch deswegen, farm ich halt auch die ganze Zeit Weizen, einfach damit wir schneller in den Nahrungstausch vorankommen. Einfach damit dann wir irgendwann mal Kartoffeln haben. Ich hätte gern Potatoes oder so. Potatoes sind halt das Letzte in der Reihe, weil es halt... die sind einfach das Letzte. Das Letzte! So ein Scheißdreck! Oh Mann. Ja, nein. Hä? Ich glaube, mein Haus ist bald fertig. Also ich muss nur noch das Dach machen und dann halt außen alles. Okay, das ist schon ziemlich viel. Okay, damit bist du der Einzige, der vernünftig irgendwas stehen hat. Wobei, Lyrus hat auch schon... Immerhin. Lyrus hat auch schon... Die Grundmauern stehen. Neo fängt an, Türme zu bauen. Das wird auch interessant. Bin mal gespannt. Neo baut eine Burg. 2 Türme baut er, soweit ich weiß. War zumindest seine. Ich baue so einfach so ein richtig klassisches Haus. Falls einer von euch Birkensetzlinge hat, können wir die auch. Nee, ich habe die zu Brot vercraftet. Achso, alles zu Brot vercraftet. Ja, einfach alles. Alles zu Brot vercraften. So. Ja, ich brauche auf jeden Fall gleich noch was Holz und dann mache ich einfach in der nächsten Aufnahme mal das Jump'n'Run. Das hat dann nämlich 2 positive Aspekte. Kann ich mehr sprinten. Gleich. Einmal ist es nicht so derbe langweilig, wie einfach hier ein Haus die ganze Zeit dann zu bauen. Dann machen wir jetzt so lange Peaceful, aber sowieso gleich nochmal eine zweite Aufnahme, dann einfach ins Jump'n'Run gehen und dann sowieso Peaceful sein sollte. Das ist eine wunderbare Idee, Jordi. Das ist wunderbar, weil ich hatte mich auch nur noch 3 Coins. entweder man verliert gar kein Essen oder man verliert richtig viel. Ja. So. Muss ich immer so weit springen? Soll ich das ganze Holz wiederholen? Was hast du denn verloren? Was brauchst du denn? Okay, brauchst du Schwarzeiche? Eine Schwarzeiche, ja. Ja, komm her, ich hab 64. Bin halt warum schon. Hast du so viel Schwarzeiche? Weil ich schon 2-mal das Jump'n'Run bis dahin gemacht habe. Weil bis zum 32er ist das Schwarzeiche doch ziemlich easy. Muss ich sagen. Also, ich hab jetzt. Auf jeden Fall Erde noch in Zukunft. Hier in der Kiste. Das Schwarzeiche drin. Also unten, oben ist Fichte. Ah, da. Fichte kannst du natürlich auch haben, die werde ich sowieso nicht nutzen. Ich mag Fichtenholz nicht. Fichtenholz nicht? Ich schon. Ich baue richtig gern mit Fichte. Fichte und Eiche passen richtig gut zusammen. Kennst du auch, Schwarzeiche finde ich auch ganz nett. Ich finde Schwarzeiche halt besser. Das ist. Ja, Schwarzeiche ist halt noch dünker als Fichte. Dann gehe ich schon mal zum Jump'n'Run, dann können wir eigentlich direkt. Weitermachen, ne? Mit der nächsten Episode, weil wir haben jetzt schon fast 20 Minuten. Aber ich mach dann kein Schwarzeichen Jump'n'Run. ich werd mal das Birken Jump'n'Run probieren, auch wenn ich das eigentlich gar nicht haben will. Aber ich will einfach mal gucken, wie es ist. Ich brauche nur Eiche. Sieht schon ganz schön nett aus. Das Haus? Jo. Ja, ist noch halt noch nicht ganz fertig. Trotzdem schon schön aus. Mit der Deko. Wusch. So. Wusste gar nicht, dass du so hübsche Häuschen bauen kannst. Nee, ich habe mittlerweile ziemlich gut gelernt, was Bauen angeht. Gut, Rose, mach mal hier Abmoderation. Ja, ist gut. Mach los, Inne! Mach los! So, das war's mit der Episode. Schaut doch bei den anderen vorbei. Ja, natürlich. Oh, richtig enthusiastisch. Ja, oh, ja, Leute. Wegen meinem Tod. Ja, schön. Schaut mal bei den anderen vorbei. YouTube macht voll Spaß, ey. Und ich habe alles verloren. Solange ich Geld dafür bekomme, bin ich glücklich. Ich mache mit YouTube kein Geld. Hätte ich es auch gesagt. Ja, ist so. Ja, wir sehen uns in der nächsten Episode. Ciao, ciao. Ich habe alles verloren. Tschüss. Oh.